Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Astromonie, in Harmonie mit den Sternen, in Harmonie mit dem Leben. Heute zum Thema Krebsaszendent, Quelle oder in Gefühlen ertrinken. Der Krebsaszendent hat als Lebensthema Gefühl, Heimat, Mutter und Kind, Fürsorge. Vieles mehr, das so als Hauptbegriffe. Und wie auf dieser Karte dargestellt, ist natürlich ein wichtiges Element hier, das Element Wasser, ein wichtiger Planet, der Mond. Und wir haben erstmals in der Aszendentenreihe und erstmals bei den Symbolonkarten zwei Personen dargestellt. Allerdings haben wir hier zwei Personen, die sich nicht gleichberechtigt gegenüberstehen. Das kommt erst später. Wir haben zwei Personen in einer gewissen Abhängigkeit. Denn das Kind ist abhängig von der Mutter, die Mutter abhängig manchmal vom Kind. Das ist das Thema im Gefühl ertrinken. Denn die konstruktive Seite ist es, Quelle zu sein. Gefühle hervorbringen, Impulse hervorbringen. Wir sind wieder bei einem Impulsthema, aber diesmal mit dem Element Wasser. Was ist das Impulsthema Wasser? Eine Quelle oder das Meer, bei dem ich Emotionen hervorbringe, Kreativität für andere da bin, eine Art Quelle bin, an der andere Impulse bekommen können und ich selbst mich einbringe, ohne mich zu verausgaben, dann bin ich im Bereich Quelle. Wenn ich natürlich jetzt hier mich auf die Abhängigkeit konzentriere, auf das Thema, ich bin ja nur etwas, wenn ich mich auf jemanden größeren oder kleineren, je nachdem, beziehe, dann haben wir das Thema Abhängigkeit. Da gibt es beim Krebs diese Anekdote des psychologischen Double Bind, der Double Bind-Situation. Und in dieser Anekdote schenkt die Mutter dem Sohn zwei Krawatten zum Geburtstag. Und er geht ins Schlafzimmer, bindet sich eine um, richtet sie schön, kommt heraus, um sie zu präsentieren. Und die Mutter bekommt ein ganz weinerliches Gesicht und sagt, die andere gefällt dir nicht. Also Double Bind im Sinn von, man kann nicht gewinnen. Ich suche mir emotionale Situationen, ich kreiere sie auch, in der ich selbst in eine Abhängigkeit, in eine Passivität, in eine Leidenshaltung komme. Und als Krebsaszendent bin ich immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Es kommen entweder die Menschen, die Umgebungen, die Situationen, die Lebensaufgaben, in denen ich quasi Impulse geben kann, emotionaler Art, Gefühlsart, oder auch ich begegne den Abhängigen oder suche sie mir. Ich suche mir diejenigen, die ich bedüdeln kann, dann fühle ich mich ja selber nicht mehr so schwach, beschwere mich aber dann darüber, dass sich die auf mich verlassen und mich dann ihrerseits wieder fast in eine Abhängigkeit zwingen, weil sie sagen, nur du kannst mir helfen. Und das habe ich gemeint mit die Mutter, also der helfende, unterstützende, umsorgende Teil und das Kind, der nehmende, passive, eher wachsende Teil. Die beiden können sich gegenseitig befruchten oder in eine gegenseitige Abhängigkeit kommen. Weil hier beim Krebs natürlich auch das organische Wachstum ist. Das Gefühl für den Rhythmus. Wer hat mehr sichtbaren Rhythmus als der Mond? Wo ich die Rhythmen ja 14-tägig sehe. Neumond, Vollmond, Neumond, Vollmond und so weiter. Ja? Und das kann der Impuls, das kann die Ausrichtung sein, um mich hier voranzubringen und um eben die Entscheidung zu treffen, bin ich Quelle
die auch weiß, wann sie sich auch wieder zurückzieht, öffnet, zurückziehen, auch hier der Rhythmus, um mich zu regenerieren, oder gehe ich in das Abhängigenspiel. Auf jeden Fall habe ich als Krebsaszendent immer zu tun mit dem Thema Gefühl, mit dem Thema Emotionalität, mit dem Thema Umsorgen, mit dem Thema Familie, oft auch mit dem Thema Mutter. Alle diese Themen begegnen mir immer wieder und weisen mich darauf hin, das ist ein Thema. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.